once. I was good at it. I know. What do you want? I want to ask you some questions. Der Kinocast. Herzlich willkommen hier zu unserer neuen Sendung vom Kinocast. Mit mir im Studio ist die Kate. Hallo Kate. Hallo Erik. Meine Wenigkeit, genau, ist der Erik, wie es die Kate schon richtig gesagt hatte. Heute haben wir ein ganz volles Programm für euch. Richtig viele brandneue Kinofilme. Einen davon aus der Sneak, der läuft erst in einiger Zeit an. Und zwei Filme, die jetzt gerade aktuell im Kino sind und in Kinocharts vertreten sind. Aber zunächst würde ich sagen, fangen wir doch mal mit der Sneak Preview an. Sneak Preview. Dort hatte wieder jemand richtig getippt, nämlich den Film Borg vs. McEnroe, obwohl ich bei dem Tipp kein gutes Gefühl hatte, weil das hat irgendwie nicht so richtig zusammengepasst mit dem, was da als Hinweis gegeben war und ja, mit dem, was in dem Film ist, aber ja, weiß ja, wie war eigentlich der Tipp? Furcht und Begeisterung, eine starke Kombination. Genau. Also ich habe eigentlich Borg vs. McEnroe nur getippt, weil das irgendwie in ein paar anderen Sneaks lief, die ich so verfolge, irgendwelche Blogs. So richtig auf den Tipp gepasst hat es ja nicht, aber dieses Zitat aus Gladiator, okay, die kämpfen halt in so einer Art Arena unten. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht passt es ja doch und es kam ja dann auch. Borg vs. McEnroe. Ich habe festgestellt, einige von den Jüngeren, die in der Sneak waren, die wussten damit noch gar nicht so wahnsinnig viel anzufangen. Ich habe diesen Tennis-Krimi auch nicht so live miterlebt, denn der spielte sich so Anfang 1980 so die Drehe rum ab. Und ich habe eigentlich Tennis damals geschaut, wie fast jeder in meinem Alter, als damals Boris Becker plötzlich immer besser geworden ist und plötzlich im Wimbledon im Endspiel stand und dann danach, nachdem er das gewonnen hatte, dann danach noch ein bisschen, weil das ja auch damals im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, da gab es ja irgendwie nur, für mich gab es nur zwei Westprogramme, AD und ZDF. Und ab und zu kam er noch das dritte rein, wenn das Wetter gut war, irgendwie Bayern 3. Und ja, die DDR-Programme, die haben das natürlich nicht übertragen, aber irgendwie hat es dann ZDF, glaube ich, damals übertragen. Und da hat man das halt geguckt und war begeistert. Und da war mir natürlich der Name John McEnroe ein Begriff, weil der war zu der Zeit von Boris Becker noch aktiv und da waren mir durchaus auch seine Ausraster und seine Diskussionen mit den Schiedsrichtern und der Ball war nicht aus und Riesendrama und das Publikum und so weiter, war mir da durchaus bewusst. Und der Film hier erzählt aber, wie ich es bereits gesagt hatte, 1980, und zwar ist da Björn Borg, ein Mann, der hat viermal hintereinander Wimbledon gewonnen und bereitet sich gerade darauf vor, zum fünften Mal Wimbledon zu spielen, ist natürlich haushoher Favorit. Und es gibt so ein, ja, so ein Underdog, gespielt, also John McEnroe, gespielt von Shia LaBeouf. Und der, ja, ist ein bisschen, ja, unkonventioneller und spielt eben diesen John McEnroe, der sich ständig aufregt und Riesenwutanfälle hat auf dem Platz und Schläger zertrischt und sowas. Also gar nicht so in diesen feinen, weißen Gentleman-Sport so reinpasst. Und er schickt sich nun an, den haushohen Favoriten da irgendwie rauszukegeln. Oh, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Ich wollte eigentlich hier. Habe mich schon gewundert, wieso ich es plötzlich auch auf den Kopfhörer gehört habe. Naja, egal. Life is life, sage ich nur. Passt ja auch irgendwie zu den 80ern. Jedenfalls bekommen wir in diesem Film so ein bisschen die, ja, diese Geschichte der Feind und Freundschaft, späteren Freundschaft so ein bisschen erzählt, weil natürlich jeder Favorit wächst natürlich auch daran, wenn er Verfolger hat, die ihm ebenbürtig sind oder ihn in gewisser Weise so herausfordern, dass er auch gefordert ist. Sieht man ja auch zum Beispiel im Fußball oder so, wenn da nur eine Mannschaft in irgendeiner Landesliga ist, die irgendwie alles dominiert, dann
kann es durchaus mal passieren, dass die auch im internationalen Rahmen dann scheitert, weil sie einfach nicht darauf vorbereitet ist, dass da doch ein paar starke Mannschaften gibt oder und so ähnlich ist es halt hier auch. Also Björn Borg, anfangs hat er große Angst davor, entthront zu werden oder überhaupt zu verlieren, und wir bekommen auch in sehr, sehr vielen Rückblenden erzählt von beiden Gesichtspunkten, also wie John McEnroe in der Jugend war, als Kind war, wie er da zum Tennis gekommen ist, und genauso Björn Borg, von Björn Borg teilweise noch ein bisschen mehr, also von seiner Kindheit und was ihn so zu diesem Eiswürfel gemacht hat, den er dann, der irgendwie auf dem Platz war, weil der hat ja irgendwie sich so gar nichts anmerken lassen. Also selbst wenn das Match irgendwie völlig in eine andere Richtung lief, völlig gegen ihn lief, hat er sich überhaupt nichts anmerken lassen und ist einfach ganz ruhig geblieben, ganz stoisch. Und wir sehen aber, dass er in der Kindheit überhaupt nicht so war. Er hat sich das dann halt mehr oder weniger angeeignet, dass er diese ganze Wut in sich rein quasi innerlich irgendwie verarbeitet und dann irgendwie in seine Schläge umsetzt. Und wir lernen dann auch seinen Trainer kennen, der schwedische Erfolgstrainer, der selber auch schon mal im Viertelfinale gestanden hatte von Wimbledon und der ihn quasi so ein bisschen entdeckt hatte. Diesen Rohdiamanten, der auch ziemlich wild war. Und er hat es irgendwie geschafft, dass er das ablegt und John McEnroe halt nicht. Und das wird so in dem Film erzählt, dieses entscheidende oder dieses Wimbledon-Turnier, dieses besagte fünfte, wo er zum fünften Mal Björn Borg seinen Titel verteidigen will und wie sich das dann so zuspitzt und auch neben dem Platz, was sich da so entwickelt. Ja, ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Irgendwas ist noch mit der Frau gewesen. Also der plant doch irgendwie noch eine Hochzeit, der Björn Borg. Und seine Frau hat natürlich auch immer ein bisschen was mitzureden. Ich glaube, das war so, ne? Oder? Weiß nicht, habe ihn nicht gesehen. Ach so, du hast ihn ja nicht gesehen, siehst du mal. Ich war beim kranken Hund zu Hause. Ach stimmt, das war's. Mhm. Soweit ich das in Erinnerung habe, hat der Film den anderen jetzt auch nicht so wahnsinnig toll gefallen. Es war jetzt kein Totalausfall, wenn ich mich da recht erinnere. Es war bei mir natürlich so, dass ich wenigstens John McEnroe kannte, so von der Art, wie er auf dem Platz stand. Aber ich habe mit Tennis irgendwie seit 20 Jahren nichts mehr am Hut. Also ich habe das damals, als ich Kind war, geguckt und habe dann auch quasi mit Tennisschläger und mit einem Softball gegen die Wand gespielt und ja, ist dann später so ein bisschen in das Squash, Leidenschaft für Squash ein bisschen ausgeufert, aber ja, aber ansonsten, was ich beeindruckend fand, wie war Shia LaBeouf, wie er den John McEnroe verkörpert, fand ich absolut überragend. Also wirklich gut, den ganzen Habitus so abzubilden, die ganze Art und Weise und auch so bis hin zu der Art, wie er gespielt hat, so ein bisschen so leicht gebückt, und die Art, wie er geschlagen hat, also hat er wirklich schon sehr, sehr gut hingekriegt. Ja. Ja, Björn Borg, wie gesagt, den kannte ich jetzt nicht, habe ich nie spielen sehen, Björn Borg. Kann ich jetzt nicht sagen, ob der jetzt besonders gut dargestellt war. Auf jeden Fall, Regie hat geführt der Janus Metz-Petersen, der hat zum Beispiel auch bei True Detective Regie geführt, und es sollte eigentlich, habe ich hier gelesen, kein Sportfilm sein, sondern soll halt eher ein Drama sein, also wo halt gezeigt wird, was der Sport mit Menschen macht und wie der Menschen beeinflusst. Denn Björn Borg war halt schon in jungen Jahren, ist er da schon vereinnahmt worden, weil sein Talent erkannt worden ist, hat eigentlich keine richtige Jugend gehabt und ist deswegen zu diesem etwas stoischen, unterkühlten Typen da geworden. Ja, also schauspielerische Leistung war wirklich sehr, sehr gut. Mitreißend war es nicht. Hätte ich mir mehr erwartet von einem Sportfilm. Ich wusste jetzt auch nicht, wie dieses Match ausgeht. Weil, wie gesagt, das war 1980. Da habe ich noch keinen Tennis irgendwie geguckt. Also war überhaupt noch nicht dran zu denken. Habe ich irgendwelchen Kinderkram geguckt. Ja, deswegen hätte es spannend sein können, wenn man jetzt nicht gewusst hätte, wenn man gewusst hätte, wie es ausgeht, wäre es wahrscheinlich noch unspannender gewesen, als es eigentlich jetzt war im Film. Viele verschenkte Möglichkeiten, fand ich, aber gute Darsteller von Inszenierung her. Es war halt einfach auch zu lang. Ich guck gerade mal, wie lang der überhaupt ging. Steht da irgendwas?
Anscheinend 2 Stunden oder so. 100 Minuten steht hier, aber es kam mir echt länger vor, weil da waren so viele Füller-Szenen drin. Und was mich halt auch immer ein bisschen stört, wenn dann irgendwelche Rückblenden sind, die eigentlich keine Relevanz haben, wo man jetzt, also wenn da jetzt irgendeine entscheidende Situation passiert, wo man sagt, oh ja, okay, jetzt verstehe ich, wieso der später dann in der Situation so und so reagiert hat, aber wenn es einfach nur, ja, wir zeigen das mal. Und ich hatte auch das Problem damit, das habe ich auch ein Fabi gesagt, der saß neben mir, ich hatte auch das Problem in dem Film, dass viel zu sehr auf den Björn Borg Wert gelegt wurde in dem Film, mit Rückblenden und mit seiner psychischen Situation. Ich fand aber den McEnroe die viel interessantere Figur eigentlich. Also das von der ganzen Art her, wie er es geschafft hat, da dieses Enfant terrible da in der Tenniswelt und mit seiner Art und Weise, wie er es da trotzdem geschafft, finde ich viel interessanter als ja, den anderen, der eh schon mit Talent gesegnet ist und da irgendwie hinkommt. Und ah ja. Okay, ich gebe dem Film, warte mal, was habe ich gegeben? Ich würde jetzt mal so aus meiner Erzählung so rückblicken, würde ich sagen, so 7 Punkte. Was habe ich gegeben hier? Ja, das hast du auch gegeben. Ah, okay. Ich habe die Auswertung nämlich gerade offen. Okay. Beziehungsweise die Umfrage, und das war ja da auch wirklich ein von 1 bis 9 Punkte ist quasi alles so drin. 1 Punkt, aber 1 Punkt hat, glaube ich, einer gegeben, der hat auch was drunter geschrieben, wenn ich mich recht erinnere. Wobei, genau, da hat ein Herr Thomas J. Punkt hat geschrieben, schade, dass es keine Minusbewertungen gibt. Wo bekomme ich die 2 Stunden meines Lebens wieder? Lieber Thomas, du hättest auch 0 Punkte geben können. Du hast nämlich einen gegeben. hättest 0 Punkte geben können. Das wäre dann nochmal eine Stufe drunter. Nee, also es ist wirklich ein Mischmasch. Ich meine, wenn ich mir angucke, der Chris hat 3 Punkte gegeben, der Fabi, weil du ihn ja schon erwähnt hast, hat 6 Punkte gegeben, du hast 7 Punkte gegeben. Ihr seid euch da auch nicht ganz einig gewesen. Ich glaube, man muss auf jeden Fall irgendwie eine Verbindung haben zu einem von den beiden Akteuren, dass man das... Oder generell zum Tennis. Oder generell zum Tennis, klar. Also ich meine, da habe ich ja null. Also Tennis, ich habe zwar mal irgendwie, also ein Match habe ich mal probiert, auch nur deswegen, weil da, wo wir unseren Squash-Court gemietet haben, da waren noch welche drin und der Match war noch nicht zu Ende. Und dann hat uns der Betreiber von der Anlage 2 Schläger ausgeliehen. Dann sollten wir oben ein bisschen Tennis spielen, um die Zeit zu überbrücken. Ist nichts für mich, ist mir irgendwie ja zu langsam. Also ich bin da eher so Squash, so ein bisschen. Aber gut gespielt. Shia LaBeouf hat echt gut gespielt. Ich hätte mir echt gewünscht, dass der Film irgendwie besser war. Wirklich gut. Ja, halten wir uns nicht zu lange damit auf. Aber ich glaube, 1 Punkt hat er nicht verdient, der Film. Also es gab wirklich schlechte Sneak-Filme, die wirklich absolut ärgerlich waren. Der Film war gut gespielt, hatte einen guten Soundtrack. Ein bisschen Drama drin. Ja. Aber also 1 Punkt hat er nicht nur verdient und Minus schon gleich gar nicht. Also da gab es wirklich ganz fiese Dinger da. Okay. Ja, ich erinnere mich auch an sehr, sehr schlechte Sneak-Filme, von daher. Es kommt halt auch immer auf den Geschmack an. Das ist einfach so. Das war nicht, konnte dieser Herr jetzt, der Thomas J., konnte einfach vielleicht mit dem Thema, mit der Art nichts anfangen. Und es gibt Filme, die müssen einen reißen. Es gibt Filme, die sind total uninteressant, wenn man sich mit dem Sport oder so gar nicht auskennt. Also von daher. Das ist ja das Schöne daran, dass wir halt alle unterschiedliche Geschmäcker haben. Und die einen finden ihn toll, die anderen finden ihn doof. Das macht das ja so spannend, in die Sneak zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Apropos, wenn du einmal die Seite offen hast, kannst du ja gleich mal die Sneak-Tipps für die nächste Woche sagen. Sehr gerne. Der Tipp von der Kinoleitung lautet: offene Türen, offene Herzen. Und es wurde ganz viel getippt, das freut mich sehr. Erik, lass mal deinen Tipp aus, den darfst du selber vorlesen. Und zwar wurde getippt: Vorwärts immer, Die Unsichtbaren, Saw 8 und Dieses bescheuerte Herz. Vorwärts immer. Und dann dein Tipp noch. Vorwärts immer, den hatte die Steff in der Sneak Preview in Reutlingen gehabt, kann ich mich erinnern. Das war der Film, wo sich jemand als Erich Honecker irgendwie verkleidet in dieser Umbruchphase, dieser genau. Doppelgänger. Ich glaube, in der Sneak würde ich den gerne mal sehen. Also da, die Unsichtbaren weiß ich jetzt nicht. Saw 8, klar, wird aber nicht kommen. Dieses bescheuerte Herz, da kann man sich ja bei uns, hat ja der Thomas Holmer getippt, kann man draufklicken, dann kommt man bei Filmstarts raus, kann man sich die Geschichte da
darüber lesen. Ich habe noch getippt, Liebe zu Besuch, das hat auch irgendwie noch jemand nochmal geschrieben oder so, oder wir haben es auch so doppelt geschrieben. Das ist irgendwie ein neuer Film mit Reese Witherspoon. Die trennt sich von ihrem Mann, Michael Sheen, und lernt dann irgendwie, macht dann so eine Art WG auf und lernt da irgendwie ein paar neue Leute kennen oder sowas. Also sie öffnet halt ihre Türen dann irgendwie, ja, weiß ich, könnte sein. Also, könnte sein. Wäre sneakmäßig auch nicht so schlecht, so mit Reese Witherspoon, eine Rom-Com, kann man auch mal nehmen. Absolut. Ja. Ich mag Reese Witherspoon, also ich find's cool, wenn der kommt. Ja, das ja, wäre schon mal nicht so schlecht, ne? Dann waren wir noch im Kino, alle zusammen, am Freitagabend. Ja, vorgestern. Ja, vorgestern, ja. Und haben Blade Runner 2049 angeschaut. Habe ich letztens einen lustigen Beitrag auf Facebook irgendwie gelesen. Hat einer geschrieben, was, Blade Runner 2049 kommt ins Kino. Ich habe die 2048 vorhergehenden Teile noch nicht gesehen. fand ich ein bisschen lustig, wo ich das gelesen habe. Ja, willst du es zusammenfassen? Ja, ich bin da nicht ganz so sattelfest bei Blade Runner. Mach du das okay. mal. Wollte nur nicht, dass ich jetzt alles zusammenfasse und du sagst nee, dann, oh, der lässt mich nicht hier. Blade Runner 2049 ist ja das, ja, lang erwartete und auch befürchtete Nachfolger von dem Kultfilm Blade Runner, der ja auch mein erklärter Lieblingsfilm seit mehreren Jahrzehnten ist. Und also seitdem ich den das erste Mal gesehen habe, hat er mich total weggefegt, der erste Film. Und ich weiß nicht, wie oft ich den, also ich gucke den sehr, sehr oft und alle möglichen Versionen. Und ich hatte auch große Angst vor einem, ja, es war ja mal die Rede davon, dass ein Remake kommt. Oh, da hätte ich, oh nee, das hätte ich nicht sehen wollen unbedingt. Dass irgendwie eine Vorgeschichte kommt, irgendwie ein Prequel, weil ja das, was da in dem Originalfilm passiert, da sind ja einige Themen, wo man sagt, es wäre wahrscheinlich besser, man würde die Vorgeschichte erzählen. Aber letzten Endes ist man zu der Idee zurückgekehrt, dann doch die Geschichte einfach weiter zu erzählen. Und seit dem ursprünglichen Film, der ja in 2019 spielt, sind jetzt 30 Jahre vergangen, spielt jetzt 20 Jahre vergangen, 30, 2049, klar, ist 2049, klar, 30 Jahre später heißt auch 2049. Ja, aber... Okay, die Mathelehrer kräuseln sich gerade Fußnägel beim Hören. Alles gut. Ja, also 30 Jahre nach 2019 wird die Geschichte weitererzählt und gleich vorausschickend, wer diesen Film sich anschaut, sollte unbedingt den ersten Film gesehen haben, den Original-Kinofilm und nach Möglichkeit diese drei Kurzfilme, die es gibt, diese Webisodes, die jetzt im Rahmen von Blade Runner 2049 von Regisseur Denis Villeneuve in Auftrag gegeben wurden bei seinen Freunden, wo nämlich einmal der Blackout erklärt wird in 2022 und wo die Rolle von Dave Bautista erklärt wird. Und wo auch der Dings hier da, na, wie heißt er, der Bösewicht, Jared Leto. Vorgestellt wird. Diese Webisodes, die drei, die gehen jeweils irgendwie fünf bis zehn Minuten oder so, die sollte man sich auch angucken. Denn Blade Runner 2049 hält sich nicht viel mit Erklärungen auf. Er fängt damit an, dass uns Ryan Gosling vorgestellt wird, der, beziehungsweise es wird in so einer Texttafel-Einblendung, ähnlich wie bei dem alten Film, wird kurz erklärt, wo wir uns befinden und was da so los ist. Und es ist halt so, dass die Tyrell Corporation mittlerweile pleite gegangen ist, weil es da diverse Ausfälle gab mit ihren Nexus-Modellen. Und der Nachfolger, der hat dann die gespielt von Jared Leto, der hat wiederum quasi die Tyrell Corporation, die Reste davon aufgekauft und hat angefangen, neue Replikanten zu erschaffen, die aber, wie es auch in dem zweiten Buch dazu ist, also More Than Human, die sollen mehr als menschlich sein, die gehorchen wesentlich besser als die vorhergehenden Nexus-Modelle, sind halt viel ausgeklügelter gebaut und sind halt auch wesentlich besser kontrollierbar von ihren Herren oder Frauen, je nachdem.
Und wir erfahren relativ schnell, dass Ryan Gosling einer dieser Replikanten ist. Und die werden auch alle Skinner genannt. Und ja, wer den alten Film kennt, also die Androiden, die hießen halt Skinjobs oder auf Deutsch Howjobs. Deswegen gibt es auch eine EBM-Gruppe, die Howjob heißt. Und ja, seine Chefin ist die von House of Cards hier. Mhm. Ich muss mir mal hier die Seite aufmachen, den ganzen Namen, sonst hänge ich hier über jeden Namen rum. Ich mache mir mal kurz die Seite auf hier. Blade Runner bei der IMDb. Gucken wir schneller. Robin Wright. Genau. Die ist seine Chefin in diesem LAPD, in diesem zukünftigen. Und sie gibt ihm halt so diverse Aufträge. Und bei einem seiner Aufträge, ich überlege auch sehr genau, wie weit ich erzählen kann, damit ich jetzt niemanden irgendwas verderbe. Das ist ganz wichtig. Also ich werde auf jeden Fall hier spoilerfrei bleiben. Bei einem seiner Aufträge kommt halt raus, dass es wohl offensichtlich ein Kind gibt, wonach gesucht werden muss. Und parallel dazu haben die damaligen Polizisten oder Blade Runner, wie sie immer noch heißen, immer noch die Aufträge, alte Replikanten aus dem Verkehr zu ziehen. Also das heißt auch immer noch so Retirement. Das sind so die Aufträge. Und dieses eine Kind auf der Suche, wo er ist, da führen die Spuren bei diversen alten Replikanten vorbei und da werden diverse Spuren gefunden, die weit in die Vergangenheit zurückreichen. Und man kann, glaube ich, auch, wer den Trailer gesehen hat, weiß, dass Harrison Ford auftaucht und er ist halt in seiner Rolle quasi von damals, als die Person, tritt er auch wieder auf und das hat natürlich auch irgendwas mit ihm zu tun. Mehr will ich da jetzt mal nicht verraten. Und ja, die beiden treffen dann auch aufeinander. Das Ganze spielt wieder, ja, halt noch mal weiter fortgeschritten als bei Blade Runner eh schon. Also das, was bei Blade Runner so eine, ja, futuristische Großstadt, so ein Moloch war aus verschiedenen, ja, Religionen und Sprachen, ist jetzt mal noch verschärfter geworden. Also da ist irgendwie alles durcheinander. Also die Werbung wird auch immer invasiver, dass da irgendwelche Hologramme, die wirklich mit den Personen sprechen. Also diese ganze Großstadt-Dystopie, es ist nochmal ein ganzes Stück am Rad gedreht. Der Soundtrack, ich habe gelesen, der Komponist, wie heißt er, Josef Josefsson oder Johann Johansson, ich weiß nicht mehr, irgendwie so, also der auch für Arrival die Musik gemacht hatte, der hatte ja am Anfang angefangen mit der Musik und ist dann aber aus dem Projekt irgendwie ausgestiegen und da hat dann Hans Zimmer übernommen zusammen mit noch jemand und die haben aber ein paar von den Themes behalten und das merkt man auch, da sind so ein paar richtig krasse Dinger, fast wie bei Arrival, die wirklich voll reindrücken. Wir haben es ja im Atmos-Kino gesehen. Mhm. Also der Soundtrack, der war schon der absolute Hammer. Dann die ganze Zukunftsvision ist natürlich extrem düster. Es gab auch das, was man in der Webisode auch erfährt. Es gab halt im Jahr 2022 einen großen Anschlag, wo jetzt immer auch noch Radioaktivität da ist und in diesen Gegenden muss er sich dann auch bewegen auf seiner Suche nach Hinweisen und das sieht schon alles sehr düster aus, fast so ein bisschen wie in der Welt von Fallout 4, wo da irgendwo diese vom Atomkrieg zerstörte Welt da sich da bewegt, alles so dieses rostbraun gehalten und der ganze Look des Films ist auch so in der Art und Weise und ja, Jared Leto, der mittlerweile die, wie heißt das, Weiland Corporation heißt es jetzt, ne? Oder? Ja. Ja. Oder war das bei Alien? Weiß gar nicht mehr. Nee, der heißt, warte, ich hab's doch hier vorhin gerade gelesen. Wo ist denn jetzt? Bin ich jetzt bekloppt? Da war schon so gerade. Wallace. Neander Wallace. Neander Wallace heißt er, genau. Also ist wahrscheinlich die Wallace Corporation. Ja, der ist auch man sieht ja die Teile von der Tyrell Corporation, dieses eine Gebäude, dieses ikonografische, was man am Anfang von dem ersten Blade Runner sieht, wo die drauf zufliegen, dieses pyramidenartige Teil.
Und darauf setzt das jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr auf. Die ganzen Aufnahmen, die innerhalb des Gebäudes ja stattfinden, die sind auch so extrem so mit Wasser, was da so sich reflektiert und alles auch so in diesen ja, Bronzefarbtönen. Also das ganze Thema mit Architektur, da gibt es ja riesen Abhandlungen über die Architektur in dem alten Blade Runner Film. Das wird wahrscheinlich, wird es das hier wieder auch geben für den neuen, weil was da wieder alles drin war. Und tolle Drehorte, also so das zerstörte Las Vegas, wo die sich da bewegen. Und ja, ich fand's, also jetzt komme ich ja schon ein bisschen in die Kritik rein. Wenn man den Originalfilm liebt und Angst hatte, dass der neue vielleicht was kaputt macht, fällt einem irgendwann ein Stein vom Herzen, dass es eben jemand gemacht hat, der den Originalfilm zufällig auch liebt. Und das ist fast so ein bisschen wie bei dem Star Wars, das Erwachen der Macht. Also der J.J. Abrams, der hat ja auch sich den Originalfilm sehr, sehr genau angeschaut und hat wirklich so das rausgefunden, was er auf keinen Fall irgendwie kaputt machen darf und hat das irgendwie bewahrt und auf eine andere Weise dargestellt. Ist hier ähnlich gemacht worden, aber es ist eben keine, nicht wie Erwachen der Macht, ist ja eigentlich mehr oder weniger ja so ein bisschen eine Kopie von Episode 4. Wo halt so ja, von der alten Trilogie quasi sind etliche Elemente drin, aber auf eine wunderbare Weise. Hier ist allerdings die Story weitergeführt worden und einfach die Darsteller, ich fand die großartig, hatte zwischendrin mal eine Länge, die ich ein bisschen, ja, fand ich irgendwie ein bisschen unnötig und irgendwie ungewohnt, dass da so eine Länge drin ist an der Stelle. Es ging mir aber bei dem Originalfilm, als ich ihn das erste Mal gegangen habe, auch so. Und beim wiederholten Mal anschauen war es eigentlich so, dass man eigentlich gerade diese Zeit zum Luftholen in dem Moment eigentlich mal gebraucht hat. Hier ist nicht ganz so viel Action drin. Das hat ein paar von meinen Mitzuschauern etwas verwirrt. Die hatten sich da ein bisschen mehr erhofft, wahrscheinlich auf Basis vom Trailer oder so. Gerade weil da auch so ein Wörtchen Runner drin steckt, dass da gar nicht so viel gerannt wird, sondern eher so bedächtig nach vorne geschritten wird durch irgendwelche zerstörten Landschaften und ja, ansonsten Technik-Gadgets, coole Sachen da. Gibt es in dem Spinner gibt es dann oben so eine Drohne, die er starten kann und ist schon ein echt cooler Film. Also kommt natürlich an den Kultfaktor vom Original, kann es natürlich nicht erreichen, aber ja, extrem, extrem cool fand ich den. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dir ja nicht so, ne? Ach, das ist so eine Sache, also gar nicht, hat er mir jetzt nicht gefallen, aber das Problem ist, ich hatte die ganze Zeit überlegt, ob ich den ersten Teil gesehen habe, aber das muss schon so lange her sein, dass ich wirklich nicht mehr 100% sicher war, und dann als ich dann wieder wusste, um was es geht, dann hat es dann schon gedämmert, dass ich den doch schon tatsächlich schon mal gesehen habe, aber dass das wirklich lang her ist. Ich fand den Film an sich optisch, von der Besetzung, von der Musik, von teilweise auch von dem Fehlen von Musik, fand ich ihn sehr, sehr gut inszeniert. Was mich gestört hat, war die Länge. Ich finde, er war viel zu lang. Dann hat mich gestört der ein oder andere Charakter, wo ich nicht genau verstanden habe, warum es diesen Charakter gibt, weil er einfach überhaupt nicht zur Geschichte gehört. Und was mich auch gestört hat, ist, dass er relativ voraussehbar war. Ach so. Ja. Das fand ich jetzt gerade nicht. Doch, also ich fand ihn sehr voraussehbar. Also ich, okay. Das müsste man in einem Spoiler-Talk besprechen, warum und wieso und woran ich das gemerkt habe. Aber mir war das Ende relativ schnell bewusst, schon am Anfang. Und das hat mich ein bisschen gestört. Und eben, dass es halt, es ist ein Blade Runner. Und ich erinnere mich, dass der Blade Runner relativ actionreich war. Weil wir reden hier immerhin von einem Film, der den Titel hat Blade Runner. So, da erwarte ich einen actionreichen Film. Nicht unbedingt, dass da irgendwelche Verfolgungsjagden sind, weil das Runner heißt, sondern einfach, weil das klingt einfach mehr so auf die Fresse. So, und das hat mir einfach gefehlt. Ich fand den streckenweise sehr, sehr anstrengend. Ich bin auch einmal fast eingeschlafen. Aber das liegt einfach daran, dass mir der Kick gefehlt hat. Ich fand, nochmal, der ist gut inszeniert, der ist
toll besetzt, der ist wirklich ist an sich ein guter Film, aber ich fand ihn halt nicht sehr gut. Ich fand ihn also zu langweilig. Die Story ist an sich cool, auch gut durchdacht, gar keine Frage, aber es fehlt halt der Kick, finde ich. Ja, also ich habe ihn dann bei Letterboxd bei mir eingetragen in die Liste und habe ihm, glaube, die Hälfte der Punkte gegeben. Also das wäre auf unserer Skala wären das 5 Punkte. Wobei das ein bisschen doch jetzt so nach dem Nachdenken ein bisschen wenig wäre. Ich würde sagen, ich würde ihm 7 Punkte geben. Weil er halt schon gut ist, aber halt, mir hat einfach gefehlt, dass die Action nicht da war. Ja. Also, und da ein bisschen rumkloppen und ein bisschen durch die Wand hauen, das reicht mir halt nicht. Weiß nicht. War dir das nicht auch zu wenig Action? Nö. Also im Original gibt es ja auch punktuelle Action, die da hingehört. Aber der Rest ist eher Philosophie. Ja, dann jede Menge Eye Candy. Einfach total, wo du drin sitzt, so, boah, wow, wie sieht denn die Stadt aus und wie fliegt das jetzt und. Ja, ich meine, das ist ja auch gut. Das fand ich ja auch jetzt in dem Teil gut. Also gerade das Vegas oder die ganzen Städte und die Art, wie die gelebt haben. Das fand ich auch krass dargestellt. Aber das geht halt auch in weniger Szenen. Also wenn ich mir überlege, wir haben auch diesen Film, der in der Zukunft spielt hier, What Happened to Monday. Das ist ja auch so eine Welt, in der Überbevölkerung und alles ist zugebaut und so. Und das war auch extrem cool dargestellt. Aber das hat halt auch gereicht, in ein, zwei, drei Szenen das darzustellen, dass dir klar wurde, um was es da geht und in was für einer Welt die leben. Und bei Blade Runner gab es halt so extrem viele Flugszenen, wo er irgendwie von seiner Mission nach Hause fliegt und dann, ja, ich verstehe, das ist ein riesenbevölkertes Land und oder ein Fleck, ja, und ein Haus nach dem anderen und hohe Häuser eins nach dem anderen und kein Wald, kein Park, kein nichts, sondern einfach nur Stadt mit nur Häusern und Straßen. Aber es waren einfach meiner Meinung nach zu viele Szenen davon. Weißt du, wie ich meine? Also ich bleibe dabei, man sollte den Originalfilm gesehen haben, Ja, wahrscheinlich. damit man nicht überhaupt reinkommt. Es ist halt definitiv ein Kinofilm, der Originalfilm auch. Deswegen hat man den ja auch nach einigen Jahren immer nochmal ins Kino gebracht. Es gibt so kleinere Kinos, die zeigen den teilweise immer noch vor teilweise ausverkauften Sälen, weil dafür ganz einfach auch das Kino gemacht worden ist vor diesen riesigen Landschaftsaufnahmen, die man da sieht von irgendwelchen Städten, von diesen ganzen Moloch und so. Wie gesagt, die Laufzeit, über die kann man sprechen, weil manche Szenen waren doch ein bisschen sehr entschleunigt, aber insgesamt, man sollte auf jeden Fall den Originalfilm gesehen haben und ja, nach Möglichkeit diese Webisodes auch, weil ansonsten versteht man gar nicht, was da gerade passiert und warum und was sind das für Personen und wer ist das und das sind hier Personen, die haben doch jetzt gar nichts damit zu tun. Nee, die haben alle was damit zu tun. Alle, die man sieht, haben irgendwas mit der ganzen Geschichte zu tun. Alle? Und alle. Und genau, und das versteht man halt dann, wenn man das Vorwissen dann hat. Und wenn man es halt nicht hat, dann ja, sitzt man drin, na, okay, nett. Ich meine, das ist halt Geschmackssache letzten Endes. Ist halt so. Und ja, genau wie bei Borg versus McEnroe gibt es da welche, die geben 1 Punkt, manche geben 7 Punkte. Ja, klar, natürlich. Ist halt dann Ich, einfach. also, Muss ja nicht ich, jedem ich alles habe. gefallen. Ich weiß halt nicht. Also, es gab halt eine Rolle, die habe ich, also, die hab ich von A bis Z nicht verstanden, warum es Welche die Rolle denn? Kannst du sagen, oder? na Ist das die na die wie heißt der die Joy, was seine Frau? ja, seine Computerfrau da. Ja, das ist zeigt doch, wie dass er auch emotional irgendwo einen Anknüpfpunkt braucht, trotz dass er ein Androide ist, braucht er jemanden, der, wenn er nach Hause kommt, ihm quasi, der dann da ist und er traut sich aber nicht, eine Beziehung zu einer richtigen Frau aufzubauen, sondern Ja, aber es gibt doch auch androide Frauen, muss halt oder? eben so eine künstliche Frau sich da nehmen. Aber Ja, okay, das verstehe ich. Okay, das verstehe ich ja. Aber diese Rolle geht ja darüber hinaus, ja? Die Rolle fand ich gerade großartig, Oh, ich fand die gerade furchtbar. auch dann, wo es dann halt wirklich brenzlig wird und
ja, wie es dann weitergeht, das will ich jetzt mal nicht verraten. Aber, ja, schon klar. Aber gerade das fand ich doch, wie er sich dann da kümmert und dass er dann auch quasi das Geld dafür ausgibt, für dieses mobile Gerät, dass sie eben nicht nur an dieser holographischen Matrix, die da irgendwie bei ihm an der Decke gebunden ist, dass sie daran gefesselt ist, sondern sich dann auch frei bewegen kann, dass er quasi seinem eigenen Hologramm dort eine Freiheit erkauft und so. Das fand ich auch gerade gehen. Ah, okay. Ich fand ihn halt gut. Kamen Sie dir eigentlich bekannt vor? Das war die eine aus diesem unsäglichen Horrorfilm, den wir ja, letztens hatten. Ja, aus Knock. Ja. Nee, zwei verschiedene Meinungen trotzdem. Ja. Ist ja gut so. Ich fand es auf jeden Fall extrem großartig, den Film. Und ich werde vielleicht sogar versuchen, den nochmal im Kino zu sehen, weil das ist ein Film für die große Leinwand. Und die Soundeffekte sind absoluter Hammer. Ne? Passt wunderbar in diese Welt. Und gerade jetzt, wo der Herbst so beginnt und mit Lichtverhältnissen und sowas, dann kann man sich den mal angucken. Hm. Also von mir kriegt der durchaus 9 von 10 Punkten. Ist halt nicht ganz so toll wie der vorhergehende. Gab es halt auch so einen richtig schönen Bösewicht im Vorhergehen. Oh, gut. übrigens für den Fall, dass jemand ich möchte jetzt gern den alten gucken, ich kenne den noch nicht. Dann den Hinweis, den wir auch im Vorgespräch schon hatten. Schaut, dass ihr die Original-Kinofassung irgendwo findet. Die hat den leichtesten Einstieg in das ganze Universum, nenne ich es jetzt mal. Weil in der Original-Kinofassung oder auf der Blu-ray, weiß gar nicht, ich habe da irgendwie mehrere Versionen drauf. Ich glaube, da ist die auch mit dabei. Weil in der Original-Kinofassung ist nämlich so eine Art Off-Kommentar drauf, der gerade am Anfang so ein bisschen die Welt erklärt. Hat zwar Harrison Ford überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Also wenn ihr das in OV angeschaut, hörte, wie Harrison Ford total gelangweilt da seinen Text darunter nuschelt. Und da hat damals Ridley Scott gesagt, oh nee, das kann man so nicht lassen, das musst du nochmal machen. Und da hat Harrison Ford gesagt, nee, leck mich. Deswegen ist dieser original lustlose Kommentar dort gelandet, der aber im Deutschen natürlich in der Synchronisation wesentlich besser ist. Und deswegen ist der auch in den Director's Cut und in den folgenden Versionen, da gab es ja diverse Schnittversionen, ist dann dieser Kommentar halt aus der Originalversion rausgefallen, weil der eben wirklich so gelangweilt war. Aber der erleichtert halt echt den Einstieg. Da erfährt man halt, wer Harrison Ford ist, was er so macht, was da vorher passiert ist, wie die Welt tickt und so, was das für eine wirre Sprache ist, die sprechen, halt dieses City Speak, so eine Mischung aus allen möglichen Sprachen, die hier auch in 2049 so untertitelt wurde, extra, damit man hört manchmal so Worte raus, die man kennt, oder dann wieder so eine Art abgefucktes Esperanto, was die da sprechen. Und ja, also am besten die Original-Kinofassung nehmen zum Einstieg und oder den Final Cut, Stichwort Krankenhausszene. Ansonsten, wenn ihr die Originalversion habt, werdet ihr euch ganz am Anfang eine Szene, werdet ihr bemerken, da sagt Harrison Ford, Sushi, so hat meine Ex-Frau mich immer genannt, kalter Fisch. Wenn ihr das hört, das ist die Original-Kinoversion. Wenn ihr das nicht hört und ihr habt irgendwo eine Krankenhausszene drin, dann habt ihr den Final Cut. Und wenn ihr gar nichts von dem habt, dann habt ihr den Director's Cut. Und der Director's Cut hat auch ein nicht so schönes Ende, finde ich. Ich finde auch das Ende vom Original-Kinoversion schöner. Passt auch besser zu dem jetzigen Film. Du bist echt ein Blade Runner-Junkie, oder? Ja. Also der Denis Villeneuve, ich habe mir dem seine YouTube-Sachen-Specials angeschaut jetzt vorher. Der hat auch gesagt, es war ja immer die Frage, woran knüpft 2049 an? Weil, wie gesagt, die verschiedenen Schnittfassungen haben teilweise verschiedene Enden gehabt. Und da musst du ja sagen, wenn du jetzt einen neuen Film machst, der daran anschließt, an welche Fassung er anschließt, dann hat er gemeint, okay, entweder an die Original-Kinofassung oder an den Final Cut schließt es an, hat er gemeint. Hm. Ja. Also deswegen, Director's Cut ist so die schwierigste, schwersten zu verdauende Version, weil da wirklich gar keine Einleitung, wird man voll reingeworfen und hat auch ein komisches Ende, wie ich finde. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was heute auf Arte, also während wir aufnehmen, läuft auf Arte irgendwas. Ich kann mal gucken, ob ich das rausfinde.
Ich habe es auch schon versucht, weil die Steff hatte nämlich geschrieben, sie will das heute auf Arte gucken. Aber weder bei Arte auf der Webseite noch irgendwo habe ich erkennen können, was das für eine Version ist. Mal gucken, vielleicht steht sie im EPG drin. Da läuft es ja gerade. Ah, das ist die Szene mit den Augen. Nee, steht es auch nicht drin. Steht nur da. Jo. Steht nicht hier, was es ist. Ich gucke gerade mal, ob es hier irgendwo steht, wo ich immer die Sachen raus. Das war's mit Blade Runner. Kann ich derweile was noch zum nächsten Kinofilm? Wir haben tatsächlich noch einen, nämlich Cars 3. Also manchmal haben wir ja so gut wie keine, außer der Sneak. Und manchmal sind wir wirklich pickepacke voll. In Cars 3 war ich mit meinem kleinen Jungen, und war ich mit ihm eigentlich drin? Wir hatten ja einen Brückentag, stimmt. Letzte Woche hatten wir ja einen Brückentag, weil ja da der 3. Oktober war. Und ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, war ich am Montagnachmittag oder? Naja, ich glaube, ja genau, ich war vor der Sneak, genau. Nachmittag vor der Sneak war ich mit ihm. Und dann bin ich ja Nachmittag noch mal, abends nochmal rein für die Sneak, genau. Da habe ich mit ihm Cars 3 geguckt. Jetzt werden natürlich viele sagen, oh, Cars und so. Also wir hatten ja Cars, den ersten hatte ich damals in der Sneak Preview gehabt. Das war, glaube ich, noch in Gera. Da hatte ich auch gedacht, oh Gott, jetzt kommt hier ein Film mit sprechenden Autos. Und der war aber echt lustig, war echt cool irgendwie. Hat auch vielen gefallen, hat damals bei uns im Forum gute Bewertungen bekommen. Und ich fand ihn auch gut. Fand ihn so gut, dass ich dann auch in Cars 2 drin war, mit meiner Tochter damals. Da hat die noch irgendwie eine Freundin mitgenommen gehabt. Und den fand ich ja voll scheiße. Also der war ja, war der schlecht. Das war so ein agentenmäßiges Ding. Also in Cars 1 geht es halt darum, wie der Lightning McQueen irgendwie so sein großes Rennen fährt und ist halt sehr überheblich und ist halt so reingewachsen wie so ein junger Schnösel, wie so ein junger Fußballer, der irgendwie gerade irgendwie als großes Talent anerkannt ist, und so ähnlich ist es da auch, ne? Und hebt halt dann ab. Und im zweiten Teil war irgendwie ganz verwirrend dann mit irgendwas mit Agenten und so. Fand ich ganz, ganz schlecht. Und jetzt kommt John Lasseter wieder zurück als Drehbuchautor und als Regisseur. Und in dem neuen geht es darum, dass Lightning McQueen, also das rote Auto, sag ich mal, für die es nicht kennen, das bekannte rote Auto, dass er ja mehr und mehr zum alten Eisen gehört. Die fahren da ja so diverse NASCAR-Rennen, da kommen jetzt immer neue Fahrzeuge dazu, die um einiges schneller sind als er und auch irgendwie auf lange Strecken immer die besseren, die Ideallinie halten können. Was zum einen daran liegt, dass dort viel mehr Geld ausgegeben wird in den Teams für irgendwelche Simulatoren, wo die sich dann so reinsetzen können oder irgendwelche Trainingsanlagen. Und das hat er natürlich alles nicht mit seiner kleinen Truppe da in Radiator Springs. Und er hat dann allerdings das, in Anführungszeichen, Glück, dass seine Hauptsponsoren, nämlich Rustees, die dieses Rostmittel herstellen, dass die ihre Anteile an eine größere Firma verkauft haben, die jetzt eben Sponsor wird von dem Team. Die haben quasi dann das Team übernommen. Das Glück ist, das ist ein ganz, ganz cooler neuer Besitzer, und der hat ihm ein riesen neues Trainingszentrum gebaut, und der soll da halt noch ein paar Rennen fahren. Und er versucht dann halt gegen diese neue übermächtige Konkurrenz zu bestehen. Und er bekommt in diesem neuen Trainingszentrum eine junge Dame zugewiesen. Auch ein gelbes Auto, was man auf manchen manchen Plakaten sieht. Und mit der trainiert er dann. Und sein Widersacher in dem neuen ist dann dieses schwarze Auto, was man auf dem Poster auch sieht. Das ist so sein absoluter Widersacher. Ja, so ein ganz modernes, neues Auto. Und darum geht es halt, wie er langsam so zum alten Eisen gehört. Seine ganzen Freunde, mit denen er vorher Rennen gefahren ist, die haben teilweise aufgehört oder wurden abgelöst von irgendwelchen modernen, neuen Rennwagen. Und es passieren ein paar heftige Unfälle, also wirklich dramatische Szenen, wo ich gedacht habe, boah, was die hier so den Kindern so zeigen, ne? Weil das sind teilweise so Sympathiefiguren, die da wirklich heftigste Unfälle haben. Sind jetzt halt keine Menschen. Also wenn das Menschen gewesen wären, wäre das ein Splatterfilm gewesen, ja, aber es sind halt Autos und sind trotzdem Sympathiefiguren von den kleinen Jungs, die da im Kino saßen. Und
das hat die schon teilweise ziemlich mitgenommen. Und dann wird halt so diese Underdog-Story-Berichte gezeigt, wie er wirklich versucht, eben sich da wieder ranzukämpfen und ob er es überhaupt schafft und ob er jetzt nicht doch lieber aufhören sollte und zum alten Eisen gehört. Also ein bisschen so diese Creed-Story vielleicht oder irgendwie Rocky, wo er es nochmal versucht. Dann war echt gut. Also war wesentlich besser als der zweite Teil. Also ich würde sogar sagen, war so gut wie der erste Teil. Also wem der erste gefallen hat und der zweite, der den total schlecht fand und sich gesagt hat, auch nie wieder Cars, der kann wirklich in den dritten reingehen. Da gebe ich Brief und Siegel dafür, der wird gefallen. Und es lohnt sich auch extrem der Vorfilm, der kommt. Bei Pixar gibt es ja immer diese Vorfilme. Und da gab es hier einen Vorfilm, der hieß Lou, L-O-U, geschrieben. Da geht es um eine Kiste bei so einem Kindergarten. So eine Lost and Found Kiste, also so eine Fundgrube, wo quasi die verlorenen Spielzeuge reingetan werden, dass die Kinder, wenn sie ihr Spielzeug suchen, dann dort zuerst mal gucken sollen, ob sie es vielleicht da drin finden. Und ja, viel mehr will ich mal nicht drüber erzählen, über diese Kiste. Aber das ist wirklich ein toller Vorfilm. Würde mich nicht wundern, wenn der bei den Oscars wieder so bei bester animierter Kurzfilm oder so da abräumt. Also der war wirklich toll. Sollte eigentlich in jeder Schule mal gezeigt werden, dieser Film, dieser Vorfilm. Den wird es ja dann irgendwann, denke ich mal, auch irgendwo auf YouTube oder so geben. Lou heißt der. Ansonsten kamen ja auch wieder viele Trailer vorher. Also ich gebe erstmal Wertung. Ich gebe mal 7,5 von 10. Und bei den Trailern war noch was Cooles dabei. Und zwar Paddington 2 kommt ja. Ja. Und wir haben heute früh kam auf dem Schweizer Fernsehen wieder der alte Paddington-Film. Und ich vertrete immer noch die Meinung, das ist ein ganz, ganz toller Film. Also wirklich für die ganze Familie. Mein Kleiner hat ihn heute früh zum ersten Mal geguckt gehabt, weil beim letzten Mal hat er irgendwie, weiß nicht, hat er nicht mitgeguckt oder es war abends oder so. Wirklich toll. Also dieser Paddington-Film mit dem Bären. Ich finde den auch toll. Ganz, ganz toll. Also richtig so süß für die ganze Familie und da sind wirklich auch herzzerreißende Szenen drin und Drama drin. Das sind natürlich viele Klamauk-Szenen auch drin, aber ja, da kam auch der Trailer eben für den zweiten Teil. Da haben wir schon beschlossen, dass wir da eventuell mal ins Kino gehen. Was kam noch? Gibt es noch irgend so einen Hexe-Lilly-Film kam, Trailer? was kam eigentlich bei Blade Runner? Da kam doch auch, da kam Star Wars, der Trailer, war klar. Star Wars, dann kam What Happened to Monday? Ah, genau, da haben wir gesagt, ihr habt ihr alle schon gesehen. Ich fand den gut, den Trailer. Ja. Der Trailer ist auch echt gut. Der Trailer erzählt nur relativ viel, finde ich schon. Und was der Trailer, der schlecht war, das war Flatliners. Wie kann man so einen blöden Trailer machen? Finde ich ja war echt komisch. Furchtbar. Ich erinnere mich noch an den Original, also den Trailer von dem Original Flatliners. Den fand ich gut. Der war halt relativ ruhig und also der neue, der Trailer für den, der ist total komisch. Es war noch irgendwas, irgendwas war noch angekündigt, wo ich gedacht hatte, boah, das sieht gut aus. Mir fällt es nicht mehr ein. Ich weiß auch nicht mehr, was noch kam. Bei Cars wollte ich mir auch noch irgendwie ein paar Trailer merken, die ich gut fand, aber fällt es mir auch nicht mehr ein. Na, egal. Also, das war jetzt die Rubrik Kinofilme für diese Woche und viel mehr haben wir dann auch in der Richtung heute gar nicht. Aber wir schauen natürlich mal, was jetzt diese Woche noch so anläuft und was in den Charts so vertreten ist. Kinocharts und Neustarts. In den Charts hier in Stuttgart ist auf Platz 10 My Little Pony, der Film. Platz 9 Rock My Heart mit Lena Klenke und Dieter Hallervorden. Platz 8 Unter deutschen Betten. Das hat irgendwie massive Werbung. Da haben sie irgendwie im Radio, im Fernsehen, überall siehst du die blöde Veronika Ferris da. Platz 7 High Society, Gegensätze ziehen sich an. Platz, deutscher Film. Ja, Platz 6 Blade Runner 2049. Ist aber ja noch nicht die ganze Woche drin. Mal gucken, vielleicht geht es noch ein bisschen hoch. Platz 5 Lego Ninja Go Movie. Achso, da kann ich noch sagen, als ich mit meinem Kleinen in Cars 3 war, das war eigentlich ganz, ganz günstig gemacht, weil irgendwie die eine Truppe von Jungs mit ihren Eltern sind in Cars 3 gegangen und die andere Gruppe von Jungs mit ihren Eltern sind in Lego Ninja Go gegangen. Da hat sich das ein bisschen aufgeteilt, aber bei uns war voll besetztes Kino, ne? Bei Cars.
Aber es hat sich halt nicht alles so konzentriert auf einen Film. Wie wenn jetzt ein Animationsfilm für Kinder kommt, dann gehen ja alle da rein. Mhm. Platz 4, Victoria und Abdul. Da kommt auch sehr viel Werbung gerade. Da spielt übrigens Eddie Izzard mit. Und wer Eddie Izzard noch nicht kennt, der muss mal eingeben bei YouTube Star Wars Canteen. Da gibt es eine ganz coole Stand-Up-Comedy-Nummer von Eddie Izzard. Der ist so als ja, Travestiekünstler unterwegs gewesen. Hat er so eine, ja, so eine Stand-Up-Comedy-Nummer. Also nicht erschrecken, dass der aussieht wie eine Frau. Aber ist total lustig. Da beschreibt er nämlich wie Darth Vader. Der muss ja auch irgendwann mal was essen, wie der halt in die Kantine geht bei sich auf dem Todesstern. Und wie er dann halt in der Schlange steht mit seinen anderen Bediensteten und so. Und ja, das ist total lustig. Wenn ich es finde, das ist eine längere Nummer, das eigentlich lustig ist mittendrin erst, dann werde ich mal gucken, ob ich da genau diesen Timecode verlinken kann. Ich werde es mir mal hier in den Shownotes irgendwie notieren, dass ich es nicht vergesse. Star Wars Canteen ist auf Englisch. Muss so ein bisschen Englisch können und dann geht das. Ja, Eddie Izzard, jetzt aber als Schauspieler hier, als gesetzter Schauspieler. Platz 3, Kingsman, The Golden Circle. Platz 2 ist S. Und Platz 1, Cars 3, Evolution. Ja. Genau. Also übrigens, jetzt fällt mir noch alles ein, was ich noch zu Blade Runner und zu Cars sagen wollte. Bei Cars fand ich auch gut das Ende. Und zwar, das ist so, dass man sagt, ja, die können das als Trilogie einfach stehen lassen und das war's. Sie könnten aber auch einen Kniff finden, wie es noch weitergeht. Und das finde ich eigentlich gut so. Hm. Bei Blade Runner wollte ich noch sagen, ich fand gut, dass er das Original eben nicht korrumpiert hat irgendwie. Es gab ja viele Themen, die beim Original über Jahre hinweg diskutiert wurden, damals noch in Newsgroups, irgendwie alt.fan.bladerunner oder so, wo diverse Sachen diskutiert wurden, und ich fand es gut, dass jetzt der neue Film nicht die Idee hatte, da irgendwie manche Sachen jetzt irgendwie aufzulösen oder so, ob das jetzt nun so ist oder so ist, sondern gewisse Fragen bewusst unbeantwortet lassen und die Klippen zu umschiffen, fand ich echt gut bei dem Neuen, wie das so gemacht wurde. Okay, die Vorschau für den 12.10. hier in Stuttgart, da startet nämlich dieser besagte What Happened to Monday, den du ja schon gesehen hattest. Ja, super. Guck den da an, der ist echt super. Wo in so einer düsteren Zukunft irgendwie, wo nur noch ein Kind pro Elternteil geboren werden kann, darf oder so, ne? Mhm. Kriegt eine Frau irgendwie Siebenlinge und versucht die dann irgendwie durchzubringen, also ohne dass sie ihr weggenommen werden, und benennt sie alle Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und die dürfen halt nur an den jeweiligen Tagen, wie ihr Name ist, dann auch rausgehen, und die haben völlig unterschiedliche Identitäten. Problem ist nur, dass mal Montag irgendwie abhanden kommt. Deswegen, What Happened to Monday? Dann startet noch American Assassin. Den hatten, wenn ich mich recht erinnere, die Kollegen von Leinwandperlen in der Sneak Preview. Da könnte man in der nächsten Ausgabe von denen mal was drüber hören. Ein Action-Thriller um einen Agenten, der zum Profikiller für das CIA ausgebildet wird. Gemeinsam mit seinem Ausbilder geht er auf Jagd nach Terroristen. Mit Dylan O'Brien und Taylor Kitsch und Michael Keaton. So, Vorwärts immer startet auch, Komödie über einen ostdeutschen Schauspieler, der sich als falscher Erich Honecker in das Zentralkomitee der DDR einschleust, um das Leben seiner Tochter zu retten. Dann ein Drama von Michael Haneke mit Isabelle Huppert und Jean-Louis Trintignant und Mathieu Kassovitz. Das heißt Happy End, schrecklich nett und schrecklich bourgeois. In dem satirischen Familiendrama lässt Michael Haneke die Elite Frankreichs auf Flüchtlinge prallen. Mhm. Es startet auch noch dieser Film, wo wir überall diese Aufsteller gesehen haben, nämlich Captain Underpants, der super tolle erste Film. Ein Animationsfilm über zwei Schüler, die ihren fiesen Rektor versehentlich hypnotisieren und in einen tollpatschigen Superhelden in Unterwäsche verwandeln. Ja, weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll, so richtig. Ist, glaube ich, von den Machern von der Ice Age und so, ne? Ist, glaube ich, Blue Sky oder so. Ja, aber ich meine, die Werbung holt mich ja noch nicht mal ab, dass ich das in irgendeiner Weise mal angucken würde. Also. Unsere Sneak Preview von der vergangenen Woche,
wo der Chris berichtet, hat er nämlich Darkland startet, ein dänischer Gangster-Thriller über einen Chirurgen, der in die Unterwelt von Kopenhagen gezogen wird, als sein Bruder von Gangstern ermordet wird. Wie im Himmel, ein Dirigent findet in einem ländlichen Kirchenchor in der schwedischen Provinz seine Berufung und sein Glück. The Wailing, die Besessenen, ein Mystery-Thriller, ein koreanischer, würde ich mal sagen, ein vielfach prämiertes Horrordrama um einen Provinzort, der von einer mysteriösen Mordserie heimgesucht wird. Life Goes On, eine russische Komödie über eine Gruppe von ehemaligen Klassenkameraden, die sich 5 Jahre nach dem Abitur wieder treffen. Noch ein Animationsfilm, Luis und Luca, das große Käserennen, ein Stop-Motion-Animationsfilm über die Elster Louis, der beim jährlichen Käserennen für ihr Dorf antritt, doch in diesem Jahr steht mehr als sonst auf dem Spiel. Läuft aber viel an. Ach nee, Dokumentation. Ein Drama noch. Der Einsiedler, ein Drama um den zurückgezogenen Albert, der sich um den abgeschiedenen Berghof seiner Mutter kümmert. Heißt er wahrscheinlich Albert. Doch als sich Albert verliebt, baut er ein eigenes Leben auf. Okay. Freitag der 13. Ist bestimmt eine neue, kein neuer Film. Schöne Wiederaufführung. Wiederaufführung, genau wie letztens hier. Glaube ja. Dirty Dancing. Okay, das war's dann mit den Neustarts für diese Woche. Und Games, ich wollte eigentlich über FIFA 18 berichten. Aber die Post hat gemeint, ich wäre nicht zu Hause, obwohl ich zu Hause war. Und hat auch nicht gemeint, das bei meinen Nachbarn eventuell zuzustellen, die wahrscheinlich zu Hause gewesen wären. Also wahrscheinlich sind wir nicht die Einzigen, die hier, also ich nehme ja ständig gegenseitig. Ja, es ist lustig, wir haben ähnliches, aber auch ein Problem mit FIFA 18 gehabt. Und zwar, wir waren einkaufen. Und der Chris hat gesehen, dass das dann bei Amazon irgendwie ein paar Euro billiger war. Und dann hat er gesehen, dass man es sogar noch zum Same-Day-Delivery haben könnte. Also, dass es noch Samstagabend geliefert wird. Und er hat es dann bestellt und hat Same-Day-Delivery angekreuzt. Und Bestellung ging raus und dann hat er eine E-Mail bekommen, ja, Same-Day-Delivery ist heute doch nicht mehr möglich. Okay. Hat mir jetzt geknickt, jetzt kommt es erst morgen. Ja, bei mir ja auch. Also ich kann es dann morgen bei uns in der Postfiliale holen. Aber naja. Wie nett. Geht ja. Also verstehe ich auch nicht, was die sich da... Naja, dann halt nicht, ne? Hat ja auch noch Zeit. Dann gucken wir mal lieber in die Rätselecke. Rätselecke. So, leg los. Ich habe E-Mails bekommen. Oh, echt? Ich weiß nicht, hat jemand auf der Internetseite, auf unserer Seite geguckt, aber ich habe ihm auf jeden Fall E-Mails bekommen. Ja, ich hänge da mal ein bisschen in der Luft, weil ich ja nicht weiß, dass da was kommt. Ich hoffe immer, dass da was kommt, aber das ist gut. Wenn du sagst, kommt was, wunderbar. Ich guck mal in die Kommentare, ob was gekommen ist. Nee, Kommentare ist nichts gekommen, nee. Okay, also, der Mike hat mir wieder geschrieben und zwar tippt er bei meinem Rätsel auf Werner gekotzt wird später. Und bei dir tippt er auf Shaun of the Dead. Und dann habe ich noch eine E-Mail bekommen vom Thomas Holmer. Der tippt bei mir auch, Werner gekotzt wird später. Und ich kann beiden sagen, es ist richtig. Und in diesem Fall hat er Mike gewonnen, weil die E-Mail kam vorher an. Ich kann auch sagen, dass der Shaun of the Dead hatte, richtig getippt hat. Also ich lese mal. Also auch der Mike. Doppelsieg für Mike. Also das Rätsel war ja verwundet. Der Verkäufer in einem Elektrowarengeschäft trägt eine Krawatte und ein weißes Hemd. Plötzlich färbt sich das Hemd blutrot. Doch den Verkäufer scheint es nicht sonderlich zu stören. Er macht weiter im Verkaufsgespräch. Und die Lösung ist, der Verkäufer trägt in der Hemdtasche einen Kugelschreiber. Die rote Tinte ist ausgelaufen. Ja, das ist nämlich bei Shaun of the Dead. So, hast du denn noch eins, was jetzt nicht gerade Blade Runner ist? Selbstverständlich. Ich bin nämlich auch mal auf anderen Sendern unterwegs als auf, was war es jetzt, wo kam es heute? Und zwar, ich habe einen Tipp. Achtung, aufpassen. Ja, geht los. Ein völlig verstümmelter Mann wird in den Sümpfen von Louisiana gefunden. Ein Gerichtsmediziner und eine Biologin werden beauftragt, die Ursache herauszufinden. Stellt sich heraus, dass es sich hier um mehr handelt, als sie denken. Im Sumpf des Verbrechens. Nein. Nein. Mit Sean Connery. Nee. Nein. Viel Spaß beim Rätseln. Ja. Ich tippe dann auch mit, wenn es... Jo, ich habe auch noch einen. Yay. Die Überschrift heißt Krönung.
eine Schülerin wird, ist übrigens ein einfaches, wie ich finde, also wer den Film gesehen hat, weiß sofort, eine Schülerin wird zur Ballkönigin erkoren, doch kurz danach steht sie schreiend in einer Blutlache. Oh, das ist einfach. Ja, genau was Einfaches. Oh, also richtige Lösungen für diese beiden Rätsel an kate@kinocast.net. Ja, nicht auf der Seite posten, dann sehen sie alle gleich. Jawohl. Genau. Erik, so. Das ist zu einfach. Das ist, ja, ist eins von denen. Ich ziehe das ja immer hier und das, was da kommt, ist nämlich egal. Es kann auch mal was Einfaches sein. Mal gucken, wer es zuerst hat. Es geht ja nicht nur darum, das zu wissen, sondern es auch schnell zu wissen, die Sendung schnell zu hören. Am besten, ich mache keine Kapitelmarke für das Rätsel, sondern dass die Leute die ganze Sendung hören müssen. Die werden sich freuen. Ja. Ja, okay. Ich rufe derweile mal auf, was hier so bei Amazon gekauft worden ist in den letzten 7 Tagen. Weil ich gerade hier so in unserem Sendungsvorbereitungsprotokoll Serien sehe. Ich schaue immer noch die alte Star Trek Enterprise Serie und finde die ziemlich gut. Ja, also ich gucke ja jetzt alle Folgen durch und wir haben ja beide, glaube ich, die 3. Folge von dem Discovery geguckt. Ne? Ja, Star Trek Discovery. Ohne das jetzt mal, ohne zu spoilern, ich finde es sehr gut, dass es so ein bisschen völlig abdreht in eine andere Richtung, was ich eigentlich nicht gedacht hätte. Und auch schon so ein bisschen so rätselhaft bleibt. Also es wird nicht sofort in der 3. Folge alles aufgeklärt und dann heißt so, jetzt gehen wir und mach mal los, Star Trek, sondern es ist alles noch so ein bisschen geheimnisvoll bleibt, fand ich schon gut. Ja, ziemlich mystery-mäßig, eigentlich sehr untypisch für Star Trek, aber ich bin total gespannt, wie es da weitergeht. Vielleicht, wenn jemand von den geschätzten Hörern auch das guckt, vielleicht mal einen Kommentar da lassen oder so, wie ihr es so fandet. Spoilerfrei nach Möglichkeit, weil die Kommentare sind alle offen zu sehen. Ja. Und wenn ihr einmal auf der Seite seid, könnt ihr ja gucken, ob da irgendwas dabei ist für euch bei diesen Affiliate-Links. Damit könnt ihr uns nämlich unterstützen. Wer nicht weiß, was das ist, wir sind Partner von Amazon. Und wenn ihr einen von unseren Hinweisen folgt, ich habe da so Filmtipps zum Beispiel, wo ihr DVDs bestellen könnt. Oder wenn ihr sowieso was bei Amazon bestellen wollt, klickt einfach einen unserer Links vorher. Dann kommt ihr bei Amazon raus und sucht dann einfach nach dem, was ihr wollt und bestellt das dann dort. Dann bekommt der Kinocast nämlich eine kleine Provision. Da habe ich übrigens noch eine Bemerkung bekommen bei den Kommentaren vom letzten Mal, dass der Mike, der hier kommentiert hatte, dass es nicht der Mike war, der das bestellt hat, aber trotzdem. Ah genau, der hatte auch noch geschrieben, sein Name wurde unfairerweise mehreren Menschen auf diesem Planeten gegeben. So was. Und genau. Aber seine Heimkino-Umgebung hat kein Update erhalten. Und er hat mich noch richtig gestellt, nämlich Sean Connery wurde bei The Rock aus einem Gefängnis geholt, nicht aus einer Militärbasis. Und genau, dann sind die in einem Hammer losgefahren. Ja. Und an dich hat er noch geschrieben, Paul hat er leider nicht gesehen, da ist er nicht drauf gekommen deswegen. Und er hat einen Thomas gefragt, ob er gar nicht mehr teilnimmt. Und er hat auch durch einen guten Freund nochmal mit Star Trek Enterprise angefangen. Ist auch auf Netflix verfügbar. Wusste ich jetzt gar nicht mit Netflix. Guter Tipp, weil ich gucke es hier. Ich habe das alles irgendwie mir mal auf DVD geholt gehabt damals. Das gab es mal irgendwie günstig bei Amazon, bei irgendeinem so Blitzangebot. Da gab es irgendwie alle Staffeln oder so. Und habe mir das dann mal hier gerippt, dass ich das auf dem Rechner schnell verfügbar habe. Genau, so ein Discovery will er hinten dranhängen. Na, braucht man nicht unbedingt. Nee, genau, gebe ich dir mal einen Tipp. Guck's mal jetzt, weil jetzt ist so ein bisschen dieser ganze Hype da und da kann man halt schön miteinander reden, wenn man gerade auf demselben Stand ist und so. Das ist damals, wie ungefähr damals bei Lost, ne? Weil da passieren wirklich sehr mysteriöse Sachen, wo man ein bisschen sich drüber unterhalten kann, was da gerade gelaufen ist und wie man bestimmte Themen sieht. Das ist vielleicht nicht schlecht, wenn Discovery auch jetzt gleich mitguckst, ne? Genau, und der Thomas hat auch noch geschrieben, er hat noch einen Hinweis, dass zu Stranger Things gibt es eine Art Retro-Game zum Downloaden für das Smartphone. Weiß ich jetzt noch gar nicht. Muss ich mal gucken, ob es das bei meinem iPhone gibt oder ob das ein Android ist. Jo, aber jetzt gucke ich erstmal in die Amazon-Links rein. Also vielen Dank an denen oder die folgende Sachen bestellt haben. Einen Panasonic Nasen-Ohrenhaarschneider. Ein Set mit Zinktabletten, schätze ich mal.
Was ist das? Das muss ich mal anklicken. Hier steht nur da Magnetic Mini Rad. Jetzt muss ich mal gucken, was das ist. Ach Gottchen. Das ist, würde ich sagen, ein Sitzfahrrad. Da kann man, hat man unten so ein paar Pedale, das stellt man auf den Fußboden und kann dann, wenn man irgendwie beim Fernsehen sitzt, Pedale treten. So, so würde ich das beschreiben. Ein 12-Volt Netzteil hat jemand bestellt. Ein Zapfhahn hat wo jemand, feiert wo jemand Vasen hier oder so. Oh, zapft ich. Zapfauslaufhahn für Gäreimer, für Wein. Ach nee, Wein oder Bier steht hier, okay. Ja. Jemand hat die komplette erste Staffel Quantico bestellt auf DVD. Einen Brotkasten mit dem Titel Fresh. Oh, der sieht cool aus. Schön so dunkel mit so einem Holzdeckel. Ja, sieht gut aus. Und ein Kopfhörer. Was ist das? Gleich mal angucken. Kopfhörer-Set. Mhm. Kopfhörer-Headset, Earphone, Mikrofon für Sony PlayStation, PS4. Achso, quasi so ein Ding. Ah, so ein einzelnes. Hm. Ja, vielen Dank für die Bestellungen und viel Spaß mit den Artikeln. Und wenn ihr den Kinocast unterstützen wollt, klickt einfach, wie gesagt, die Amazon-Links. Oder wenn ihr da jetzt nichts findet oder ihr seid kein Amazon-Kunde oder aus irgendwelchen Gründen möchtet ihr nicht bestellen, schaut einfach auf Kinocast ganz oben. Gibt es einen Punkt, der heißt Danke für eure Unterstützung. Wir nutzen zum Beispiel Auphonic, den Dienst zur Klangverbesserung und den Kapitelmarken erstellen und so weiter. Und dass das Cover so mit eingebunden wird in die Datei und damit das alles vernünftig in euren Podcatcher reinplumpst jede Woche. Da könnt ihr uns Bearbeitungszeit schenken, weil Auphonic muss man nach Zeit bezahlen. Und unsere Sendung, wenn ich jetzt drauf gucke, die geht auch schon wieder eine Stunde. Ja, das kostet dann schon wieder eine Stunde. Und da könnt ihr uns Zeit schenken für die Bearbeitung, die wir dann eben nicht bezahlen müssen. Oder direkt über PayPal oder Bitcoin, geht jetzt auch, wer das machen möchte. Oder wenn ihr uns nicht monetär unterstützen wollt, sondern eher ideell natürlich Kommentare schreiben, bei iTunes bewerten, das ist auch ziemlich wichtig, dass wir da überhaupt gelistet sind bei iTunes. Und wenn uns viele Leute dort bewerten, dann kommen wir ein bisschen höher in der Rangliste und dann hören uns wieder andere Leute, ja. Und erklärt natürlich auch euren Freunden und Bekannten, die vielleicht Kinofans sind, gerne ins Kino gehen, erklärt ihnen ruhig, was ein Podcast ist, wie man das hört. Bei allen möglichen modernen Smartphones, die haben teilweise schon Podcast-Apps mit eingebaut, braucht ihr denen nur mal zeigen, wie das geht, wie das funktioniert und ein bisschen missionarisch tätig werden und gleich als erstes den Kinocast abonnieren, das ist schon, das passt dann schon, ne? Okay, ansonsten, ja, wenn du auch nichts weiter hast. Nö, nichts mehr. Schauen wir mal, was uns dann morgen in der Sneak Preview dann erwartet und hören uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank, Kate, und viele Grüße an die Hörer. Bis nächste Woche. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Bis bald im Kinocast. Ich friere mir einen Ast ab. Ist bei dir kalt oder was?